Zeiten. Ich liebe die Provokation. Den Deckel anzuheben, den unsere Gesellschaft über ihren lasterhaften Bedürfnissen fest verschlossen hält, und all das Verbotene herauszulassen, das sich darunter verbirgt. Ich mag Menschen, die sich trauen, unter diesen Deckel zu schauen. Natürlich stören sich viele an meinen Zeichnungen. Aber wozu ist man Künstler, wenn nicht, um gegen den guten Geschmack zu verstoßen? Der japanische Zeichner Toshio Saeki findet seinen Lebensinhalt in der Provokation. Seit fast einem halben Jahrhundert fertigt er ebenso albtraumhafte wie lustvolle Holzschnitte an und ist heute eine Legende des Eroguro Nansenzu, wörtlich der grotesken und absurden Erotik. Wer den Meister treffen will, muss früh aufstehen. Seit 20 Jahren lebt der 72-Jährige zurückgezogen in einer Hütte im Wald, 2 Autostunden von Tokio entfernt. Als er erfährt, dass ein französischer Verlag sein Gesamtwerk neu herausbringt, ist Toshio Saeki bereit, uns zu empfangen. Dann fangen wir doch am besten ganz von vorne an, Toshio. Meine Klassenkameraden kauften erotische Manga-Hefte als Wix-Vorlage, wie alle Jungs in dem Alter. Aber als sie merkten, dass ich ein gewisses Talent für erotische Zeichnungen hatte, gaben sie Bestellungen bei mir auf. Und ich lieferte ihnen schweinische Zeichnungen zum Masturbieren. Das Dumme war, dass ich damals selbst noch keine sexuellen Erfahrungen hatte und für die Inszenierung der Liebesspiele auf meine Fantasie angewiesen war. Sämtliche merkwürdigen erotischen Kompositionen in meinem Werk stammen aus dieser Zeit. Toshio Saeki wird 1945 in der Präfektur Miyazaki an der japanischen Südpazifikküste geboren. Nach einem Kunststudium in Osaka arbeitet er zunächst als Werbezeichner. Doch ohne Chance, hier seine künstlerische Ader ausleben zu können, geht er 1969 frustriert nach Tokio. In der vom Geist der Popkultur erfüllten Megacity beginnt Toshio als freier Illustrator. Schon bald findet der junge Zeichner seinen eigenen, von der Shunga-Tradition inspirierten Stil. Die berühmten erotischen Farbholzschnitte kommen im 16. Jahrhundert in Japan auf und bilden 300 Jahre später die Grundlage des Eroguro. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wird der Schriftsteller Edogawa Rampo zum literarischen Paten des Genres, das Horror und Porno miteinander vermischt. Diese Zeichnung basiert auf einer Novelle von Edogawa Rampo. Der Sesselmacher ist die Geschichte eines Mannes, der sich in einem Sessel versteckt, um Frauen sexuell zu missbrauchen. Anfang der 70er ist Toshio Saeki Starzeichner beim Männermagazin Hebon Punzi, dem japanischen Pendant zum Playboy, und bereitet so der sexuellen Revolution im Land der aufgehenden Sonne den Weg. Bald darauf erlangt der Künstler auch außerhalb seiner Heimat Kultstatus. Dank namhafter Fans wie John Lennon und Yoko Ono, John Zorn oder LSD-Papst Timothy Leary avanciert er zum berühmtesten Vertreter des Eroguro, ohne je einen Phallus oder eine Vagina gezeichnet zu haben. Respekt! In Japan ist das zur Schaustellen und Darstellen von Genitalien verboten. Und dagegen habe ich nie verstoßen. Sonst hätte ich nirgendwo in meinem Land ausstellen können. Aber ich finde das auch gar nicht so interessant. Es ist doch viel kreativer, erotische Handlungen zu zeichnen, ohne die Genitalien zu zeigen. Toshios von Kraken, Bonzen und anderen japanischen Kreaturen heimgesuchten Frauen schaffen unbeschadet den Sprung ins neue Jahrtausend, auf dem Höhepunkt des Feminismus. Aus diesem Grund verstehen viele das erotische Werk des Eroguro-Meisters als Satire über das Geschlechterverhältnis in Japan.
ja, dann bist du also Feminist? In den 70er Jahren wurden meine Ausstellungen zu 90% von Männern besucht. Heute kommen je zur Hälfte Männer und Frauen. Wenn ich sie frage, was sie von meinen Arbeiten halten, sagen diese Frauen oft, dass sich die weiblichen Figuren zwar in sehr unschönen Situationen befinden würden, sie aber die Bilder irgendwie trotzdem mögen.